Song gleich in der Harald Schmidt Show. Helmut 50 plus Salad. Dankeschön. Und Band. Mein heutiger Gast ist eine großartige Schauspielerin, meine Damen und Herren, Grimme-Preisträgerin in vielen außergewöhnlich anspruchsvollen Fernsehspielen, Tatort zu sehen gewesen, zurzeit im Kino mit dem Film Der Quell des Lebens. Herzlich willkommen, Lavinia Wilson. Heißt es Quell des Lebens oder die Quelle des Lebens? Falsch, Quellen des Lebens. Quellen. Sind ja mehrere, ja. Ach so, Quellen. Geht ja über mehrere Generationen. Genau, Quellen des Lebens. Und wir hatten jetzt schon, Jürgen Vogel war letzte Woche hier, der auch mitspielt. Dann hätten wir fast den Regisseur Oskar Röhle hier gehabt, der wurde krank. Wie geht's ihm? Besser, weiß man was? Ich glaube, er ist mittlerweile im Urlaub, ganz gut, ja. Auf so einer Öko-Lodge? Eco-Lodge? Nee, aber ich war auch gerade in Tulum, ich musste lachen, als ich das gehört habe. Wirklich? Ja. Da gibt es nichts, aber ich war anschließend in Kuba, da gab es noch weniger. Ehrlich? Ja. Ja, aber auf welcher Seite? Ist das Pazifikseite in Mexiko? Nee, Atlantikseite. Atlantikseite. Nie gehört, aber das scheint so ein Insider-Tipp zu sein, ja, das oder? Haben wir auch erst rausgefunden, kurz bevor wir gefahren sind. Ja. Über Weihnachten wurde das dann so zu einer Fashion-Enklave, da waren wir zum Glück schon weg. Ja. Das heißt, man trifft dort also Miriam Weichselbraun. Kai Pflaume, Kerner, wer ist da? Ich glaube, das ist sehr amerikanisch. Ach so. Ja. Wir sind auch nur aus Versehen irgendwie gelandet, weil der Flug so billig war. Und es war die Eco-Lounge oder es war so ein richtiges Remi der Mütter? Nee, es war auch Öko. Es gab nicht so viel und viele, viele Mückenstiche. Aber sehr, sehr, sehr schön. Aber es ist schön. Ja. Mücken? Schlangen auch? Nein. Ich kenne Leute, die waren gar bei einer ganz teuren Ayurveda-Kur, haben aber vergessen, wo es war. Und haben nur gesagt, nebendran waren die Beatles. Als Orientierung, natürlich vor 50 Jahren. Und die Frau ging dann spazieren, abends wollte noch mal meditieren und wurde von einem Schimpansen gepackt. Plötzlich, die Tiere sind so zutraulich und nehmen auch keine Rücksicht auf Menschen in dem Sinn. Und war so geschockt, dass sie fast das ganze Öl verloren hätte. Also aus der Ayurveda-Kur. Ja. Furchtbar nicht. Aber so schlimm war das da nicht, oder? Nee. Dieser Film, am besten zeigen wir mal einen Ausschnitt, denn es geht ja sozusagen um das Leben des Regisseurs, des wiedergenesenen und jetzt vermutlich in Mexiko befindlichen Regisseurs Oskar Röhler. Sie spielt seine Mutter? Ja. Moritz Bleibtreu spielt den Vater. Ja. Und wir sehen, wie die beiden, man kann sagen, sich verabreden, kennenlernen. Wie ist denn die Arbeit mit Oskar Röhler? Er ist sehr ungeduldig. Es gibt kaum Proben, was mir aber sehr liegt. Also der Adrenalinpegel ist sehr hoch. Ja. Das heißt, man kann den Text? Ja, im besten Falle schon. Spricht man nochmal über die Szene oder geht's direkt los, jeder macht. Nicht unbedingt, nee. Also es gibt auch zum Beispiel das Versetzen der Teams auch in Panik, wenn da irgendwie 150 Komparsen in 50er-Jahre-Klamotten hergerichtet sind und große Partystimmung und plötzlich soll so eine 5-Minuten-Szene sofort gedreht werden, weil für ihn gerade die Stimmung stimmt. Aber für uns Schauspieler ist das toll. Der guckt kurz in der Probe, wenn er sieht, das funktioniert, gleich drehen. Ja. Und das ist unglaublich aufregend, macht aber ganz viel Spaß. Und die ganze Technik und so ist immer bereit. Ja, die müssen da irgendwie durch, ja. Und wie lange wird gearbeitet pro Tag? Es gibt ja so Regisseure, die sind um 2 Uhr nachmittags fertig. Nein. Also es ist schon so 12 Stunden, 13 Stunden. Also alles im Rahmen, ist noch angenehm. Jürgen Vogel spielt da den Großvater. Ja, den Vater von Moritz Bleibtreu. Oh, muss da Geld gespart werden oder hat das künstlerische Gründe? Nein, es sind ja verschiedene Zeiten. Ja. Am Anfang ist Jürgen sozusagen seine Geschichte und dann kommt Moritz und meine Geschichte. Ja. Und da ist der Oskar auch gnadenlos. Der wollte das so, der fand das geil und dann sagt er, scheiß drauf, ich will das so. Ja. Und Jürgen Vogel hat ja eine Wahnsinns-Altersmaske. Ah, hat das er bestimmt man, auch schon das erzählt. Muss man natürlich dazu sagen, das haben wir auch gesehen. Er ist kaum zu erkennen. Ja, ich bekomme auch so eine am Ende des Films, die auch richtig fies ist. Ja. Beim Jürgen war es so, wenn er so am Set war und in der Altersmaske waren alle wahnsinnig freundlich zu ihm. Zu mir war irgendwie keiner mehr nett. Also das ist mal wirklich, man hatte Mitleid mit ihm oder so, ja? Ja, mit ihm hatte man Mitleid. Guck mal, kommt von der Ü50-Messe. Ja, genau. Unser Jürgen. Ja, und jetzt drehen Sie mit Jürgen Vogel den nächsten Film. Da gehen in ein paar Wochen die Dreharbeiten los. Ja. Nach dem Bestseller von Charlotte Roach, Schoßgebete. Ja. Und ich meine, da geht es ja ordentlich, was Bettszenen angeht, zur Sache.
Ja, mein Gott. Also ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass alle irgendwie... Also es sind nicht die Feuchtgebiete, das darf man nicht verwechseln. Ja. Also es gibt zwei Bücher. Aber ist es bei Charlotte ein Unterschied? Inhaltlich? Ja. Schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin erstaunt, dass alle auf diese Sexnummer so abfahren. Irgendwie alle sind wahnsinnig fasziniert davon. Aber eigentlich ist es eine Geschichte von einer Frau, die unglaublich humorvoll und gnadenlos mit sich selbst und ihrem eigenen Trauma und ihren Neurosen ins Gericht geht. Und dass die zwischendurch auch mal Sex hat zur Entspannung, das finde ich eigentlich ganz gut. Es ist das Einzige, was wir hoffentlich alle hin und wieder haben. Und ich verstehe nicht, warum das noch so ein Riesenaufreger ist. Ja, na, weil man natürlich die Vorstellung ist, man stellt sich vor, hallo, ich meine, ihr kennt euch jetzt durch diesen Film oder vielleicht auch schon durch andere Filme. Habt ihr schon mehr zusammen? Wir hatten auch nur eine Szene. Und dann, ich habe gehört, wenn Woody Allen Bettszenen drehen lässt, kennen sich die Schauspieler kaum, es geht sofort in die Kiste. Ja, ja? Finde ich eigentlich auch am besten. Gleich zu Drehbeginn? Ja. Das hat so was Unverbindliches und so. Und machen Sie das gern oder macht Sie eine Schwierigkeit? Nein, also es gibt echt, also es gibt Schlimmeres, aber es gibt auch Schöneres. Es gehört irgendwie dazu. Gut. Und ich finde das jetzt nicht so schlimm. Gut, dann Themawechsel. Sie studieren ja auch Philosophie. Ja. Entspannt das nach den ganzen Sexszenen? oder ist es umgekehrt? Hin und wieder, ja. Also ich finde das ganz toll, das Philosophiestudium. Ja? Und Sie haben schon sozusagen, Sie sind jetzt schon weiter als Annette Chavagne war. Ja, in der Tat. Denn Sie haben die Magisterarbeit schon geschrieben. Ja, und ich habe sie sogar schon bestanden. Schon bestanden, toll. Ja. Was war das Thema? Paradoxie, Alterität, der andere bei Heidegger und Derrida. Ach so. Heidegger, der war auch gerade im Kino. Bei Hannah Arendt. Ja, aber nur als Lover. Ja, ja. Als Lover, ja. Da war, aber war mehr als ein Lover. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Alle reden nur als Heidegger, als Lover, aber er war so viel mehr. Obwohl, als Lover wurde er berühmt. Für Hannah Arendt nicht unbedingt. Aber ja. Da nicht. Ja. Und dieser Jacques Derrida, der Name ist mir auch schon ein paar Mal, als ich mich vertippt habe, bei Google untergekommen. Kann man sehr, sehr viele Leute, die an allem rumkritteln, sagen, ja, Jacques Derrida, der war schon ein guter. Kann man das knapp sagen, was Jacques Derrida uns mit auf den Weg gegeben hat? Naja, der passt so gut in die heutige Zeit auch noch, weil es gibt kein Wahr und kein Falsch. Und das macht das Leben sehr viel einfacher. Und zum Beispiel, also eine wichtige These in der Magisterarbeit ist die Frage, ob jetzt zwischen uns ein unendlicher Abgrund besteht oder ob die Möglichkeit da ist, dass wir irgendwie zusammenkommen. Und da kann man ganz viel drüber schreiben und am Ende gibt es immer keine Antwort. Das war echt toll. Ja. Es hilft natürlich wenig, wenn man von der Polizei angehalten wird im Stadtteil, oder? Wieso? Na, vielleicht könnte man die so in ein langes Gespräch verwickeln bis zur nächsten Station, das könnte vielleicht helfen. Und dass man irgendwie sagt, ist hier ein unendlicher Abgrund zwischen Ihnen und mir? Herr Kommissar? Oder, denken Sie mal drüber nach. Ja, aber das heißt sofort 3 Promille, oder? Aus Seiten des Polizisten. Ich weiß es nicht. Ich hab's und nicht und es ist richtig gesagt, bei diesen ganzen vielen Büchern, die Sie gelesen haben, es war noch nie ein Buch dabei, wo Sie sagen, wow, das ist ein Buch, was mich wirklich packt. Und da steht der Satz drin, wo ich sage, den habe ich so nicht gekannt, der bringt mich weiter. Nee, ich suche danach noch. Aber in dem Moment, wo man halt Arbeiten schreibt, ist man immer so darauf ausgerichtet, auf Verwertbarkeit zu gucken. Und ich bin jetzt saufroh, wenn es endlich vorbei ist, dann kann ich wieder in Ruhe lesen. Wollen Sie auch promovieren? Nein. Also ich habe die Magisterarbeit geschrieben, ich mache sowas nie wieder. Ich fand es ganz furchtbar. Wirklich? Ja. Was ist das Furchtbare daran? Es ist einfach eine Qual. So. Dann sucht man immer in seinem Hirn nach Antworten, die sind nicht da und so. Das ist schrecklich. Und wie ist so eine Atmosphäre bei so einem Philosophiestudium? Früher hatten die alle einen schwarzen Rollkragenpulli und so eine total rasierte Rübe, so wie Foucault. Ja, ich mache das an der Fernuni. Von daher habe ich nicht so viel Kontakt mit anderen Studenten. Aber das heißt, Sie sitzen vor einem Computer? Oder, ja. Ja? Aber Sie dürfen natürlich auch nicht irgendwie nachschlagen oder so während der Arbeit. Nein, das muss schon. Ach so, nee, die Arbeiten werden an der Uni geschrieben. Da werden dann sozusagen an der Humboldt-Uni in Berlin oder auch hier in Köln werden so Räume zur Verfügung gestellt. Aber ich finde es großartig, denn wenn man Philosophie studiert, dann studiert man das, weil man Philosophie studieren möchte. Man hat ja in dem Sinn kein konkretes Berufsziel, oder? Nee, überhaupt gar nicht. Also man kann eigentlich nichts werden. Das weiß ich nicht. Aber arbeitsloser Journalist ist, glaube ich, ganz gut bei einem Philosophiestudium. Ja. Und sonst, nee, mich hat das einfach interessiert. Und es gibt ja viele Schauspieler, die so nebenher Dinge machen, weil wir ja sehr viel arbeiten auf einmal und dann lange frei haben zwischendurch. Und ich kann nicht singen und ich will auch kein Parfum in meinen Namen kreieren. Und Ralf Herfurth verkauft Immobilien, kann ich auch nicht. Und ich dachte, denken wäre vielleicht ganz spannend. Ja, wobei natürlich, ich finde toll. Ja? Aber es kann einsam machen am Set. Ja. Aber das sind keine Themen. Ich laufe ja nicht rum und erkläre den Leuten die Welt. Also nichts liegt mir ferne. Ja.
Und Heidegger, ich habe mal versucht, so Heidegger, nach drei Sätzen wurde mir schwindlig. Ist das zu verstehen? Ja, das ist wie Spanisch lernen. Inwiefern das? Nein, der hat einfach so ganz eigene Wortkreationen, die sind auch manchmal ein bisschen eitel, aber die passen schon genau zu dem, was er ausdrucken möchte. Und das kann man lernen wie eine Sprache. Und kann man sagen, was Heidegger sozusagen, ich sage, nein, ich sehe das nicht so wie Derrida, ich sehe es eher wie der Heidegger. Was ist der, kann man Heidegger auf einen Satz runterbrechen, den alten Lover? Dasein ist fortlaufen zum Tod. Gut, das sagt man ja, philosophieren heißt sterben lernen. Ja, genau. Ja, Dasein ist fortlaufen zum Tod. Oder zum Tode. Zum Tode. Ja. Ja, er hat ja auch so eine ganz erlesene Sprache. Ja, sehr. Ich habe mal gelesen, wie er sich mit einer Postkarte für Geburtstagsglückwünsche bedankt hat. Ich kann es mir vorstellen. Ja, das war, ich wollte anfangen, dann auch in diesem Stil zu reden, da haben sie mich rausgeschmissen bei Sat.1. Ja, so. Wobei ich kann mich sehr gut erinnern, Sie haben mal diese mit Playmobil-Männchen Elias und Odyssee nachgestellt. Ja. Ich glaube, der wäre der Heidegger auch ein super Kandidat. Da könnte man tolle Sachen machen. Das wäre echt toll, das Werk Heideggers mit Playmobil-Männchen gespielt. Das wäre echt toll. So eine Schwarzwaldhütte, Heidegger. Und dann dieser Kleine vom Spiegel, Augstein, der mit der Aktentasche kam. Hat ihn auch nicht begriffen, aber hat halt den Spiegel. Genau. Sie haben einmal in einer großen amerikanischen Produktion mitgespielt und das ist der Traum von vielen Schauspielern. Ich drehe jetzt mit den Amerikanern so. Ist das toll, mit den Amerikanern zu drehen? Nee, für mich war es nicht so toll. War das hier in Deutschland? Ja, das war so eine Babelsberg-Produktion und irgendwie, naja, die kochen auch nur mit Wasser und der Film war einfach nicht gut. So, und ich musste halt so eine aufgeregte Mutter spielen, die um ihr Kind bangt und drei Tage irgendwie heulend rumrennen und um mich herum explodierte alles und die Regisseurin habe ich nie gesehen. Also es war... Die Regisseurin nie gesehen? Nee, die war in so einem riesigen, war immer versteckt in so einer Zeltstadt da hinten vor ihrem Monitor und so. Ich wollte auch mit der dann gar nicht mehr reden. Also nee. Aus Amerika abgehakt? Nee, ich gehe nicht nach L.A. und bin die hunderttausendste Kellnerin, die eigentlich Actress ist. Ich finde es hier ganz gut. Wobei, der Vorteil von L.A., man ist schnell in Mexiko. Ja, das stimmt. Na, wenn einem so die Socken qualmen nach einer Woche Kellnern in L.A. Und ich darf sagen, wer Ihr Freund ist, oder? Ja, klar. Ja, der wunderbare Schauspieler Barnaby Medjugorje, der in dieser wirklich großartigen ZDF-Serie Kriminaldauerdienst mit dabei war, die das ZDF nicht mehr weitergemacht hat. Ja, unmöglich. Mit Preis überhäuft, eine tolle Serie, hatte nicht genügend Zuschauer. Ja, ja, vielleicht hat Sky ja Lust. Das könnte ist schon ja sein. Mit den Zuschauern nicht aber so Lust ist das eine, aber Geld ist das andere. Das sagt auch Derrida. Und Sky, aber wir sind ja the home of HBO. Ach so, okay. Ja, hat kein KDD mehr Platz. Das weiß ich nicht, aber es würde von der Qualität, vom Anspruch gut reinpassen. Wie ist es als Schauspieler, wenn man in so einer Serie mit dabei ist, die wirklich weit über dem Durchschnitt liegt und dann wird die abgesetzt? Man hat keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Ja, scheiße. Ja. Sagt man das dem Sender so? Ja, doch schon. Man ist vorsichtig. Also in dem Fall haben sich schon einige beklagt, weil es wirklich schade war. Beim Redakteur? Ja. Und der Redakteur sagt, du, ich habe gekämpft. Da hängt mein Herzblut dran. Ungefähr so, ja. Da hängt mein Herzblut dran. Aber die Leute wollen es einfach nicht sehen. Dann ging es auch um meinen Job und sorry du, aber ich habe Familie. Ja, oder? Das war zu kompliziert und man kommt da nicht hinterher. Ich habe gekämpft. Kinder, wenn wir einen Rest von Anspruch haben, müssen wir das weitermachen. Und so. Aber die sind da oben so... Bei nächster Gelegenheit bin ich weg. Dem ist leider wenig hinzuzufügen. Und was macht er jetzt? Nein, der dreht weiter. Ja. Naja, macht gerade einen Low-Budget-Film in Berlin. Das finde ich aber auch toll, dass viele Schauspieler, die mit zu den Besten gehören, bereit sind, wenn sie an ein Projekt glauben, auch mal ohne Gage zu spielen oder die Gage zumindest zurückzustellen, wenn man sagt, dieser Film soll überhaupt gedreht werden. Ja, das macht ja am meisten Spaß. Ist meistens. Es so? Meistens, ja. Weil irgendwie, da gibt es halt eben nicht immer Redakteure, die was... Ah, die Katze darf jetzt nicht sterben, weil das können wir dem Zuschauer nicht zumuten und so. Ja, genau. Und das hat so ist eine ganz andere Freiheit. Ja. Genau. Aber ich kenne das Ergebnis der Marktforschung für ZDF-Fernsehspiele. Viel Rot und kein Regen. Weiß ich wirklich? Ja. Hat die ZDF das stimmt nicht, weil ein ZDF-Redakteur hat sich mal beklagt und wir haben die Szene nachgedreht, weil die Hose war zu rot. Ja, wenn es sozusagen frauenaffin sein soll, weil Frauen werden erschreckt, wenn sie eine rote Hose plötzlich sehen. Das hat die ZDF-Marktforschung auch herausgefunden. Okay. Und dann wird die nochmal nachträglich bearbeitet. Oder es wird irgendwie im Computer so gemacht. Ja. Aber das ist frauenaffin, ist das Zauberwort. Also für große Filme, Freitag 20.15 Uhr, so die Ghetto bei der ARD. Haben Sie da auch schon mitgespielt? Nee. Auch nicht so Inga Lass-Rindström und so im ZDF, so diese Pilcher auf Schwedisch? Ach so, nee. Würden Sie mal gern? Nee. Auch nicht. Aber es ist eine schöne Reise. Ja, Traumschiff, ich weiß. Aber nicht. Ja,
Ja, würden Sie das machen? Ich weiß nicht. Ja, weiß ich, mal kicken. Mal kicken, genau. Ja, aber ja, es sind tolle Reisen. Ja. Tolle Reisen. Und Texte, die teilweise nah an Jacques Derrida sind. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Also da hätte Heidegger noch mal... Du bist eine Verletzung und sowas. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nee, das nicht direkt. Aber Peru ist mehr als Wolle und Bodenschätze. Perdu oder Peru? Peru, das Land. Oder San Francisco. Endlich mal wieder die Golden Gate Bridge. Nee. Ja. Nee? Kommt noch. Kommt noch, ja, vielleicht. Mal gucken. Oft schneller, als man glaubt. Ja, wer weiß. Okay. Wer ist das morgen? Kennen Sie Alena Gerber? Nein. Ach, das ist mein Gast morgen. Bitte? Tennis. Spielt Tennis. Spielt Tennis. Spielt Tennis. Und Melanie Pain singt, oder? Oder macht Bogenschießen. Und ich glaube, Jürgen Vogel kommt auch morgen wieder. Jürgen Vogel ist morgen der Sidekick. Ja, denn wir bereiten die Zuschauer vor auf die Oscar-Verleihung. Wie kann ich mich das am Donnerstag? Wie kann ich mich verhalten, wenn ich einen Preis gewinne? Wie bedanke ich mich? Wann breche ich nervlich zusammen? Wem bedanke ich alle so? Sie wissen das ja, Sie haben schon tolle Preise gekriegt. Ich habe mich sehr gefreut. Schöne Grüße an Barnaby Metscherath. Und toi, toi, toi. Vielleicht gibt es ja Kriminaldauerdienst. Schade, ich habe es gern gesehen. Okay. Lavinia Wilson, meine Damen und Herren. Und der Film heißt Quellen des Lebens. Morgen Abend Tennislegende Alena Gerber und Musik Melanie Peng. Bis dahin, ciao.